Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Heidi. Schön, dass du Christian Anwander, hallo. Na? Na? Wie geht's dir? Gut? Ich freue mich, dich zu sehen. Ja, ebenfalls. Mein Name ist Christian Anwander, ich bin Fotograf. Ich lebe in New York seit fast 18 Jahren, komme ursprünglich aus Österreich und bin heute bei Germany's Next Topmodel, um das berühmt-berüchtigte Setcard-Shooting zu machen. Das Setcard-Shooting ist ein sehr wichtiges Shooting, auch für den ganzen weiteren Verlauf der Staffel und auch für die Karriere dieser Models. Mit wem möchtest du denn gerne starten? Naja, wenn du heuer jetzt erstmal Jungs dabei hast, dann fangen wir mit einem Jungen an. Oder? Ja, natürlich. Wo ist denn unser erstes Model? Oh. Hi. Servus. Also ich glaube, die Setcard ist wirklich elementar wichtig, dass man da einfach ein tollen ersten Eindruck hat für den Kunden. Das ist essentiell, würde ich sagen. Wichtig ist, beim stehenden Bild möchte ich gerne deinen ganzen Körper sehen natürlich und auch ein bisschen verstehen, was dein Körper so ist, was er kann. Und beim Closer brauche ich ein bisschen Character. Und komm nicht zu nahe mit, ja? Wir haben das aufgebaut vor einer Betonwand. Es ist ein relativ subtiles Setup. Wir machen zwei Fotos von den Models. Eines wird ein Close-Up sein, wo wir mehr den Charakter versuchen zu schnappen und fotografieren der Models. Und das andere ist ein Full-Length-Bild, wo wir wirklich den ganzen Körper des Models sehen wollen. Und das ist oft schwieriger, als man sich das vorstellt. Also für mich als Fotograf ist es sehr wichtig, dass die Mädels und auch Jungs vor der Kamera mir eine Persönlichkeit übermitteln, sie aber auch wissen, wie sie mit ihrem Körper umgehen müssen. Ja, ich merke, du bemühst dich, aber ich bin nicht ganz überzeugt, muss ich leider sagen. Es bringt alles nichts, wenn es ein Mädel oder der Junge einen perfekt durchtrainierten Körper hat und schöne Proportionen, aber dann nicht weiß, wie er das Ganze in Szene setzen soll oder das verwenden soll, sich bewegen soll. Lilly, das ist ja alles eigentlich ganz nett, aber wenn du jetzt ein bisschen dir überlegst, ich fotografiere quasi genau einen Schritt hinein, okay? Also wenn du dich so nach hinten legst, ist das für das Bild eher ungünstig, okay? Ja. Da ist auch wichtig, dass die Models nicht zu übertrieben posieren, sondern einfach nur schön, locker, elegant sich hinstellen, damit wir sehen, wer sie sind, wie sie sind. Und das kann schwieriger sein, als man sich das vorstellt, weil ganz viele Menschen haben ein Problem, sich einfach nur wo vor eine Kamera zu stellen und das natürlich aussieht, aber auch dementsprechend cool und ein bisschen Attitude und Style hat. Also im Allgemeinen erwarte ich mir von einem Model, dass es natürlich hier ist, dass es im Jetzt und da ist, dass das Model versteht, um was es geht, dass sich das Model, und in dem Fall muss ich das sagen, dass sie weiß, wie man sich bewegt, dass es ein gewisses Körpergefühl hat, dass sie auch ein Verständnis hat für Licht. Ich erkläre den Models immer wieder, ihr müsst verstehen, von welcher Seite das Licht kommt, was ihr für ein Licht haben, wie ihr euch in dieses Licht hineinbewegt, was ihr für Klamotten anhabt. Denkt mit, wie das aussieht, wenn ihr euch hinsetzt oder hinstellt. Und dass auch die Mädels und die Jungs einfach absolut das Shooting-Konzept auch verstehen. Weil es ist ja ein totales Teamwork. Es ist ja ein Teamwork von vielen Menschen. Haare, Make-up, Stylist, Fotograf, Model. Und wir müssen alle harmonieren und alle am gleichen Produkt arbeiten. Und es hat jeder seinen kleinen oder großen, und in dem Fall fürs Model ist es ein großer Teil, von dieser Aufgabe, von diesem Job. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.